Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Purpur. Die Indigo-blaue Scheibe. Wir sind unterwegs zu der nächsten Story-Abschnitt und ich würde mal sagen, wir fangen hier auch direkt mal ein paar neue Pokémon an. Wenn die schon mal hier sind. Dann werden wir auch was für unseren Pokédex tun. Immerhin wird die nächste Nebenquest erst freigeschaltet, wenn wir 200 Pokémon registriert haben. Ja, mach ruhig Grasfeld, das tut mir überhaupt nichts. Ich hoffe, dass Zauberblatt nicht allzu viel abzieht. Okay, das zieht ja überhaupt nichts ab. Es setzt Mondschein an und heilt sich wieder hoch. Na, natürlich. Aber man hat es mich ja auch damit. Dann setzen wir doch einfach mal Hyperbälle ohne Ende ein. Ich habe doch ein Pokémon mit Tugschlag, ne? Sollte ich vielleicht auch mal wieder mitnehmen? Warte mal, habe ich das nicht sogar? Warst du nicht der mit dem... Ja, du warst derjenige mit dem Trugschlag. Das macht halt auch eben kaum Schaden. Okay, das Grasfeld ist jetzt wieder weg. Das heißt, der wird sich jetzt erstmal nicht heilen. Oder doch? Ja, ist das nervtötend. Und da fehlt mir auch noch Duflor. Lockduft. Ja, schön. 10 Minuten später. Ich kann ja mal gucken, ob hier Duflo hier umher irrt. Gifu, das Blumen-Pokémon-Typ Pflanzegift. Es besitzt die größten Blütenblätter der Welt. Aus ihm verstreut es wie besessen Pollen, die Allergien auslösen. Ach, du bist für meine Pollenallergie zuständig. So, Emboba, das andere Pokémon. Was ist noch ein Obaib? Wo ist dieses? Wo ist das andere Pokémon abgeblieben? Diese. Sag schon. Ah, da bist du. Nein, warte, du bist was anderes. Ich glaube, du bist die Weiterentwicklung, das andere. Warum wollen Pokémon? Das ist wahrscheinlich die Vorentwicklung, die ich gesehen habe, und das ist höchstwahrscheinlich die Weiterentwicklung. Aua. Komm, Zauberblatt. Wie viel das abzieht. Nicht sehr viel. Ja, weil ich Typ Unlicht bin, zieht es natürlich viel ab, aber ich habe ja eh noch genug Beleber. Ich möchte nur, dass es jetzt in dem Ball bleibt. Oh, bitte, Mascarato. Ich habe Angst anzugreifen. Das gebe ich zu. Ich weiß, ich habe die Möglichkeit zu heilen, aber ich weiß einfach, dass es jetzt in der Ball bleibt.
Story, wir brauchen Story. 20 Minuten, wie man hier diesen Baumwollen-Pokémon fängt. Mal gucken, wie viel Diebeskuss abzieht. Uiuiui. Das war vielleicht etwas knapp. Selbst da bricht es noch aus. Ich werde wahnsinnig. Super Wurf, danke schön. Elf und das Mensch hat einen Pokémon-Typ, Pflanze 4 über Luftzüge, trinkt es in Häuser ein, verstreut in allen Zimmer Watte und macht sich dann lächelnd davon. Ja, dann war das höchstwahrscheinlich die Vorentwicklung, die ich gesehen habe. Warte, ich verlasse jetzt einfach mal kurz das Gebiet. Und drehe mich wieder um. Gleich respawns. Ja, hallo, Kokobai. Ja, da hinten ist es, da hinten ist es, da hinten ist es. Ich habe das Wurmball überrascht. So, und dann einmal Flottball. Gut, und jetzt wird das auch Story. Wurmball, das Wattebausch-Pokémon-Typ Pflanze fehlt, wird es angegriffen, verstreut es zur Täuschung Watte. Es fliegt, während der Gegner nach dem wahren Wurmball sucht. So, dann möchte ich noch kurz mal mein Pokémon heilen. Nein, nicht. Pokémon Box. Beutel und Belebbar. So, ich glaube, die Kämpfe lasse ich jetzt hier erstmal aus. Ich muss in diese Richtung. Deswegen würde ich mal sagen. Geronimo. Ist gleich hier im Wasser, neue Pokémon. Das sieht jetzt aktuell nicht so aus. Oh, doch. Die Weiterentwicklung und. Ich nehme zuerst den hier. So, Flopper. Es gibt doch noch neue Pokémon zu fangen. Luminion, das Neon-Pokémon-Typ, was da in der Tiefsee funkelt, ein Schwarm Luminion, fast so wie der Sternenhimmel. Das war auch mein Lieblingsereignis im Pokémon-Snap. Hallöchen. Ui. Ich werde es bestimmt besiegen. Ich sehe es echt. Level 50 wird es definitiv besiegen. Ja. Bitte mach es nicht komplett platt. Bitte, 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 bitte. Das ist gut. Dann Pokémon wechseln. Oh, spinnen Sie das? Mit Trugstab, weil ich muss ja erstmal seine
Sag schon, Terra-Kristallisierung zerbrechen. Nein, ich... Mist. Das wird doch nicht funktionieren. Oh, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Seemann, das Tram-Pokémon-Typ Wasser. Aus seinen Flossenspitzen tritt Gift aus. Seine Flossen und Knochen stehen als Inhaltsstoffe für traditionelle Medizin hoch im Kurs. Also mein Pokédex fühlt sich schon sehr schön. Ich hoffe, ich finde auch irgendwann mal die Vorentwicklung. Da ist auch nochmal so ein Raid, aber ich möchte ja wirklich jetzt erstmal die Story weiter treiben, es sei denn, ich sehe die Vorentwicklung. Da ist auch nochmal so eine Höhle. Geh mal gucken, was das hier so eine Höhle gibt, ne? Hallöchen. Fackellabyrinth, Terrakuppel. Ein Alola-Fleckmann, Hallöchen. So viele neue Pokémon, die es hier gibt. Wir kommen hier nicht mal raus. Hauptstory braucht Hauptstory, ne? Fleckmon, das Schnarcher-Pokémon-Typ, Psychokala-Form. Es hängt seine Rute zum Angeln ins Wasser, doch aufgrund des würzigen Aromas, das von ihnen ausgeht, beißt kaum etwas an. Da geht's auch noch weiter. Und dort oben... Möchte erst dieses Pokémon haben. Dann habe ich auch diese Entwicklungsreihe komplett. Boah, ich dachte gerade, das Spiel ist abgestürzt. Mobitester, das Gestirns-Pokémon-Typ Psycho ist, betrachtet die Sterne, um in die Zukunft zu blicken. Da es das Ende aller Dinge kennt, verhält es sich etwas distanziert. Och nö. Oh, du möchtest direkt beitreten? Okay, gerne. Ja, seht ihr, der wollte gefangen werden. Metheno, das Meteoren-Pokémon, Typ Gestein, Flug, roter Kern. Partikel in der Atmosphäre sind seine Nahrung. Man sagt, die Farbe seines Kerns hänge von den Inhaltsstoffen dieser Partikel ab. Halleluja. Ich möchte gerne erstmal was speichern. Man weiß ja nie. So, und es stehen uns Belohnungen zur Verfügung. Okay. Oh, ich habe 90 Pokémon schon registriert. Gibt es ja auch was Neues? Na, fast. Aber hier gibt es neue Erfolge. Ach schön, so viele neue Pokémon. So, ich brauche ich noch. Und dann machen wir wirklich mal Story weiter. Ich habe, glaube ich, heute schon ein bisschen genug Pokémon gefangen. Ja,
Gut, Blumentrick. Bitte zerstör es nicht. Bitte. Mach Mist. Sorry, Magby. So. Gibt es jetzt zufällig noch einen Magby, der am Umlaufen ist? Bitte. Da oben. Na, komm schon. Ich glaube, die kleine Entwicklung habe ich auch noch nicht. Das kommt mir nicht so bekannt vor. Oh, super Wurf. Mit einem Flottball. Magby, das Blut der Pokémon-Typ Feuer. Durch seinen Körper fließt magmatisches Blut, welches seine Körpertemperatur auf ganze 600 Grad Celsius steigen lassen kann. Tatsache, habe ich noch nicht gefangen. Hanna, jetzt so, Mann, wie lange braucht er eigentlich, bis zum Zentralplatz zu kommen? Hat er sich verlaufen? Molly Moore war das Klotz-Pokémon Typ Psycho. Die schleifenförmigen Fühler, mit denen es seine Psychokräfte kontrolliert, sollte man nicht berühren, da es sonst heftig zu weinen beginnt. Na, das Arme. So, ich verlasse euch da mal wieder. Ich komme irgendwann wieder. Denn meine Quest liegt heute woanders, es sei denn, ich sehe jetzt hier noch nebenbei irgendein weiteres neues Pokémon, was mich sehr interessiert. Ja, komm schon. So. Oh, ja, schön. Oh, da hinten ist die Vorentwicklung. Glaube ich. Das sieht man so schlecht von hier aus. Ja, das ist die Vorentwicklung. Ich komme nicht voran. Araqua, das Wasserblasen-Pokémon-Typ Wasserkäfer. Araqua stützt die Wasserblase, die seinen Kopf einhüllt, mit rein seiner Beine. Manchmal wechselt es diese heimlich. Seeper, ich komme. Wenn ich sage, ich mache Story, sollte ich das besser nicht sagen. Oh, was habe ich denn jetzt für Superwürfe hier drauf? Seeper, das Drachen-Pokémon-Typ Wasser. Es hält mithilfe seines Schwanzes, der wie eine Spule aufgewickelt ist, das Gleichgewicht. Manchmal spuckt es Tinte aus seinem Mund. Suspicious. Nee, komm schon. Komm raus da. Oh, FPS. Wurtel habe ich schon. Wie hat sich das Weiterentwicklungs-Pokémon jetzt nicht gerade vom Dungeon gemacht? Finde ich jetzt nicht fair. Ich hoffe, das kommt nochmal wieder. Es hat sich von Dungeon gemacht. Finde ich jetzt nicht gerade nett. Finde ich nicht nett, dass es sich von Dungeon gemacht hat. Wie von Enzen im Regen? Macht Sinn. Na gut, ich muss eh in diese Richtung. Warte, ich bewege mich mal kurz weg. Vielleicht kommt es ja wieder. Wenn ich weiß, dass es ein Pokémon gibt. Ja, danke schön. Ich glaube, da hinten war auch wieder ein neues Pokémon. Was ich zuvor noch nie gesehen habe. Das ist die andere Weiterentwicklungsform. Ja, die brauche ich auch. Ich komme hier niemals weg.
Im Diebeskuss. Oh, bis ich das besiegt. Ah, da gibt es mehr von. Okay. Gut, sauber. Die 20 Minuten nur wieder am Pokémon fangen. Warte, ich setz mal Tauchball ein. Immerhin tue ich was mal mit Pokédex. Also, es ist eigentlich auch Prozess, ne? Aranestro, das Wasserblasen-Pokémon-Typ Wasserkäfer. Es verschießt klebrige Wasserblasen, um Feinde darin einzuschließen. Wenn diese bewusstlos zerlegt, ist sie mit seinem großen Mundberg zurück. Vielleicht haue ich dann auch irgendwann zwei Parts am Tag raus mit einem Part, Story, einem Part im Pokémon-Fang. Hallo, Marmolida. Bitte bleib im First Ram Pokéball. Oder auch nicht. Oh, egal, ja. Dann schütze dich mal. Diebeskuss. Einmal heilen bitte. Natürlich Hydro-Pumpe. Dann setze ich mal wieder einen Tauchball ein. Marmolida, das Fürsorge-Pokémon-Typ Wasser ist, treibt durch den Ozean. Um Marmolida versammeln sich stets viele Wasser-Pokémon. Das ist in der Tat wahr. So, in welche Richtung muss ich? Ich muss in diese Richtung. Und ich wollte dich nicht. Ich hab dich schon und im Schuss. Ich denke mal, da hinten ist der Zentralplatz. Ui, FPS-Absturz. Warte, was ist denn meine nächste Aufgabe? 10 Items aufsammeln und 10... Okay. Sammel auf und besieg es bitte. So. Boah, FPS, Halleluja. Fang an Pokémon. Ja, vielleicht ein andermal. Oh, hier sind 4 an der Zahl. Wie die abhauen. Und da ist noch eins. Mal, wie viel ich davon noch besiegen muss. Genau, beim letzten schaue ich noch rein. Ja. Na, komm zurück. Lege eine Distanz von 500 Metern zurück. Okay, das ist ja kein Problem, würde ich mal sagen. Oh, das Eisgebiet. Ich hoffe, da kommen wir auch als nächstes hin. Ui, blub. Polarareal. Polar. Küsten. Polar. Küste. Polar. Okay, ich komme so nicht hoch. Das heißt, ich muss irgendwie anders meinen Weg reinfinden. Warte mal, hier. Zentralplatz. Ich habe gehört, die Blöcke in der Kuppel geben Infrarot- und UV-Strahlen ab, die das Wachstum von Pokémon und Pflanzen anregen. Zeit, was zu lernen. Komm, wir üben, ja, und zwar gründlich.
Da lang. Geht's zum Polarareal. Auch wenn die Eisberge künstlich nachgebildet wurden, kann ich dir versichern, dass es dort sehr, sehr kalt ist. Lass uns das später machen. Okay. Ob das so toll ist? 5 Superbälle. Das ist doch schön. In dieser Richtung liegt das Canyon-Areal. Die Felsoberfläche sind sehr rau und spitz. Da bietet es sich an, auf ein Pokémon zu reiten. Lass uns tauschen, okay. Minon. Ich habe gehört, dass man mehr Belohnungen bekommt, wenn man Missionen zusammen mit anderen erledigt. Leider habe ich keine Freunde, mit denen ich das machen könnte. Oh Gott, wie gemein. Raid-Missionen machen zusammen mit anderen gleich viel mehr Spaß. Mein Bruder und ich erledigen Missionen immer gemeinsam. Hier am Zentralplatz kreuzen sich die 4 Areale. Aber warum nur? Ich brauche einen tollen Ort für ein Date. Dann mach dich auf die Suche. Okay, ich denke mal, sie wartet oben auf uns. Bis bald. Schnarch. Och nö, Akku leer. Mein liebes Minon, ist das dein Tito? Oder ist das ein Block? Wer weiß das schon? Ah, da ist er, naja. Aber zuerst sammle ich den Ball hier auf. Hypertrank. Ja schon, ist gerade etwas stressig, weißt du? Das kann ich voll nachvollziehen. Hannah, du hast einen Gast. So, Hunter, da bist du ja. Lange nicht gesehen. Na, hast du mich schon vermisst? Schön, dass du es so offen zugibst. Es ist Zeit, ich muss gehen. Es war mir eine Freude, Hannah. Bis bald. Oh ja, wir sehen uns. Das war eine Klassenkameradin von mir. Sie ist eine total interessante Persönlichkeit. Also, irgendwie komisch, dich hier an der Akademie zu sehen. Ich muss sagen, du siehst aus, als hättest du dich ein bisschen verändert. Weißt du was? Ich war in letzter Zeit zusammen mit Miss Brianna in verschiedenen Regionen unterwegs, um mir bei ihrer Forschung zu helfen. Dadurch sind meine Pokémon seit unserem letzten Kampf noch viel stärker geworden. Davon willst du dich selbst überzeugen, oder? Wie das Schicksal es so will, gibt es hier auch gleich einen Kampfplatz. Na dann, auf Position. Bist du bereit? Ich werde dich aus den Socken hauen, und zwar in einem Doppelkampf. Pokémon-Trainer Hana fordert dich heraus. Natürlich ausgerechnet Maskakato. Willkommen in der Terra-Kuppel. Zur Feier kriegst du gleich eins auf den Deckel. Ich befürchte. Ich muss erst Tukanon besiegen. Mondgewalt. Andererseits ist der dann höchstwahrscheinlich weg und ich mache meine Terra-Kristallisierung und setze Blättersturm ein. Auf Tukanon in der Hoffnung, dass er besiegt wird. Na, zumindest die Hälfte abgezogen.
Hey, benutzt doch mal eine Attacke, die nicht sehr effektiv ist. Habe ich doch. Nicht niedrig. Hero-Kicks. Okay. Dann ist die Sache klar, Bedroher. Ja, mach mal einen Angriff noch schwächer. Blumentrick. Er hält seinen Schnabel. Nicht gerade besonders gut. Ein Feuertreffer, das ist doch schön. War ja klar, dass du gleich so übertreibst. Hast du schon mal was von Rücksicht gehört? Nein. Ice Sieb. Oh, es geht schon. Fatalitscha. Fatalitscha. So, Mondgewalt auf Fatalitscha. Und du setzt nochmal Blumentrick ein. Dann hol mir doch mal das Ass aus den Ärmel. Jetzt ja für die Terra-Kristallisierung. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Er nimmt Typ Pflanze an. Kein Problem. Oh, spinnt sich das ja schon auf Level 91? Halleluja. Ja, Fatalitscha sieht jetzt nicht mehr so. Oh, Stachelspuppe. Damit kann ich leben. Oh, das ist ihr letztes Pokémon. Okay. Tja, jetzt habe ich eine nicht sehr effektive Attacke eingesetzt und dich besiegt. Hm? Das lief ganz und gar nicht nach Plan. Dabei bin ich durch die Terra-Kristallisierung doch stärker geworden. Aber nein, du musst gleich noch stärker werden. Doch das bestätigt nur meinen Eindruck, dass du dich nicht verändert hast. Du kämpfst nach wie vor gnadenlos gut. Ja. Ach ja, hast du zufällig schon Joe getroffen? Nö. Ach, egal, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, schon gut. Ja, Sir, warum kriegst du das nicht hin? Das war doch... Oh Gott, Joe, was ist mit dir los? Ja, es ist Joe. Puh, zum Glück hat er uns nicht gesehen. Es sieht ganz anders aus. Psst, nicht so laut. Habe ich dir nicht gesagt, dass du 5 Pokémon trainieren sollst? Tut mir leid. Ich hatte diesen Monat zu Hause echt viel um die Ohren. Ach, verstehe. Du willst also dein Leben lang ein Verlierer bleiben. Nein, ich. Wenn du so beschäftigt bist, lass mich da etwas Arbeit abnehmen. Ich werde deine Austrittserklärung aus der AG für dich schreiben. Wer es nicht ernst meint, hatte meine AG nichts zu suchen. Warte, Joe, bitte gib mir noch eine Chance. Das hat dich bestimmt überrascht, oder? Seit der Exkursion ist Joe kaum wiederzuerkennen. Er hat sich total verändert, sowohl äußerlich als auch in seinem Verhalten. Oh Mann, das war gerade echt nicht schön mit anzusehen. Ja. Sieh an, Horne und
Dich kenne ich nicht, aber ich glaube, ich habe schon von dir gehört. Na toll, jetzt haben wir auch noch dich an der Backe. Ach komm, du könntest mich doch zumindest mal vorstellen. Das ist Levi und der Typ ist echt das Letzte. Er war mal der stärkste Trainer an der Blaubeer Akademie, Betonung liegt auf wahr. Na vielen Dank auch. Das ist Soul Hunter. Er ist also der Austauschschüler hier und ein Freund von mir. Achso, das hast du gesagt. Ah, dann bist du also auch mit Joe befreundet, stimmt's? Genau. Mehr oder minder, glaube ich. So, verstehe, coole Sache. Hey Soul Hunter, wie wär's, wenn ich dir unseren AG-Raum zeig? Was, warum das denn? Du bist noch keiner AG beigetreten, oder? Wenn du bei einer AG mitmachst, lässt sich die Zeit an der Akademie viel leichter totschlagen. Warum machst du nicht gleich bei uns mit? Wir freuen uns immer über Neuzugänge. Dann komm mal mit. Moment mal. Denkt er, er könnte Leuten einfach so herumkommandieren? Oh, der Kerl bringt mich echt zu Weißglut. Ich komme auch mit. Tada, da wären wir. Sollten wir uns wirklich hier herumtreiben? Du weißt schon, wegen meinem Bruder. Ach so. Nee, so schnell taucht er nicht wieder im AG-Raum auf. Na gut. Das ist jedenfalls das Hauptquartier der Liga AG. Im Namen aller Mitglieder heiße ich dich hiermit herzlich willkommen. Die Liga AG? Gut, dass du fragst. An der Blaubeerakademie gibt es die sogenannten Blaubeerliga. Das ist eine Art Rangsystem für die Kampfstärke der Schüler. Und um dabei gut abzuschneiden, trainieren wir von der Liga AG zusammen unsere Pokémon. Aber keine Sorge, in unserer AG geht's total locker zu. Wir haben einfach Spaß, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Also im Prinzip stimmt das auch, wenn einige es anders sehen würden. Ach ja, im Moment ist der Vibe hier ein bisschen anders als sonst. Ich bin auch Mitglied, aber ehrlich gesagt komme ich nicht oft in den AG-Raum. Die vier stärksten Trainer der Blaubeer-Liga sind übrigens die Blaubeer-Top 4. Um diese Witzfigur mit der Zahnpasta-Frisur ist einer davon, genau wie das Mädel, mit dem ich vorhin an der Koppel gequatscht habe. Hanna selbst steht nicht mal auf der Rangliste nebenbei bemerkt. Ich bin eben zu beschäftigt mit außerschulischen Aktivitäten und am Ligakämpfen teilzunehmen. Wenn es um reine Stärke geht, bin ich in den Top 4 weitaus voraus, ist ja wohl klar. Das ist nicht ganz falsch. So, was meinst du, Soul Hunter? Ziemlich cool hier, oder? Ja. Sehr gut, genau das wollte ich hören. Dann ist es offiziell, wir nehmen dich als vorläufiges Mitglied auf. Bitte was? Vorläufiges Mitglied? Yep. Und damit sind wir natürlich auch vorläufige Buddies. Der AG-Raum und all unser Zeug hier stehen dir jetzt zur freien Verfügung. Dieser PC zum Beispiel ist total praktisch. Damit können Schüler einander BP schicken, um sich gegenseitig auszuhelfen. Projekte. Wenn du über den PC im AG-Raum BP an andere Schüler überträgst, erhältst du nützliche Belohnungen wie Designs für den AG-Raum oder neue Funktionen für die Kamera-App. Hier, probier es einfach mal aus. Übermach den Meister. Wie wär's, wenn du die an Pitt aus der Baseball-AG schickst, damit er dir neue Wurfstile beibringt? Gut, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Purpur. Bis dahin, tüdelü.